Klar Schiff, die Teams der Berliner Stadtreinigung waren ab Montag früh unterwegs. Einsatzkräfte waren in dieser Silvesternacht auch in Berlin und Brandenburg wieder im Dauereinsatz. Ein Überblick über das, was Polizei und Feuerwehr beschäftigte. Die erheblich verstärkten Kräfte der Berufsfeuerwehr in Berlin waren pausenlos im Einsatz. Von 19 Uhr am Silvesterabend bis 5 Uhr früh am Neujahrsmorgen rückte die Berliner Feuerwehr zu 1492 Einsätzen aus. 432 meist kleinere Brände mussten gelöscht werden, außerdem gab es 974 medizinische Rettungseinsätze und 86 technische Hilfeleistungen, zum Beispiel bei Unfällen. Insgesamt hätten die Berliner friedlicher gefeiert als in den Vorjahren, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch die Party am Brandenburger Tor, zu der mehrere 10.000 Besucher kamen, sei im Großen und Ganzen weitgehend störungsfrei verlaufen. Wegen sexueller Übergriffe wurden 13 Anzeigen geschrieben und 7 Verdächtige festgenommen, hieß es. Das sind allerdings nur vorläufige Zahlen. In den vergangenen Jahren meldeten sich viele Frauen erst einige Tage später bei der Polizei. 2016 wurden 27 sexuelle Übergriffe angezeigt. Die Polizei hatte rund 1600 Beamte zusätzlich auf den Straßen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen weniger Notrufe, 13084 gegenüber 3132. Es wurden 1732 Einsätze gefahren, 63 mehr als 2016. Am häufigsten mussten die Beamten wegen illegaler Böllerei, Schlägereien und Sachbeschädigung einschreiten. Ein schwerer Fall von Sachbeschädigung ereignete sich in Neukölln. Am frühen Morgen wurden an der Kirchhofstraße mehrere Fensterscheiben zerstört und 10 Autos durch einen Sprengsatz beschädigt. Mit Pflastersteinen angegriffen wurden 2 Bürgerbüros von SPD-Abgeordneten in Lichtenrade und Gropiusstadt. Im brandenburgischen Flecken Zechlin, Ostprignitz-Ruppin, wurde ein 11-Jähriger schwer im Gesicht verletzt, als er aus einer Gruppe heraus mit einem Polenböller beworfen wurde. Die Polizei ermittelte 8 Verdächtige. Dagegen verlief aus Sicht der Mediziner des Unfallkrankenhauses Marzahn die Silvesternacht in Berlin relativ glimpflich. Insgesamt 26 Menschen wurden behandelt, in 5 Fällen mussten Finger amputiert werden. Allerdings traf es diesmal deutlich weniger Kinder als 2016, sagte Sprecherin Angela Kiewiski. Nur 3 Kinder wurden leicht verletzt. Die Polizei meldete einen 42-Jährigen, der schwere Handverletzungen durch einen Böller erlitt. In Marzahn verletzte sich ein 19-Jähriger kurz nach Mitternacht schwer. Er saß laut Polizei am Bordstein in der Marzahner Chaussee und wurde von einem Auto erfasst. Passanten fanden den Verletzten, den Unfall selbst hatten sie nicht gesehen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in die Unfallklinik Marzahn, dort wurde sofort eine Notoperation eingeleitet. Einen ähnlichen Fall soll es bei der S-Bahn gegeben haben. Ein junger Mann habe seine Beine über den Bahnsteig baumeln lassen, als ein Zug einfuhr. Für 160 Straßenfeger begann das neue Jahr mit jeder Menge Partymüll. Die BSR begann schon um 2 Uhr morgens, das Umfeld der Partymeile am Brandenburger Tor sauber zu machen, zusammen mit Kollegen, die vom Veranstalter beauftragt wurden. Bis zum Neujahrslauf mussten Becher und Pappen verschwunden sein.